So, gehen wir wieder auf Sendung. Jawohl. Ach ja, richtig, du musst ja. Grün. Harmonie ist angesagt. Ja, ich kann sie beeinflussen. Das geht. Wir machen es mal so. Ich hoffe, dass das geht. Dass man es ein bisschen sehen kann. Von dem hier. Genau, da ist er. Okay. Ja. Würde ich jetzt nur Attention and Meditation hier oben sehen. Bewölkung. Konzentriere mich jetzt auf ruhige Klänge. Jetzt werden sie wieder stärker. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht.
mein Gehirn, meine Emotionen steuern die Mutable Instruments Elements. Cool. Und zwar aber mit allen Ein- und Ausgängen. Einzigste, was ich jetzt noch nicht belegt habe, ist die EEG-Welle. Aber wenn ich die irgendwo reinjag, warum nicht beispielsweise in die FM? Ja, das könnte interessant werden. Ich tue es ja, ist ja gut. Sie wollen unbedingt, dass ich es tue. Bitteschön, könnt ihr haben. Aber auf jeden Fall, aber sowas von. Was? Ich gehe mal gerade kurz, spaßeshalber. Wo ist er? Blowjack. Blowjack. EEG, das müsste jetzt hier. So, jetzt gebe ich die EEG-Welle mal in die FM. Lass die aber in der Mitte stehen. Wow! FM heißt ja Frequenzmodulation. Ich moduliere jetzt tatsächlich per Gehirnfrequenz. Ich habe schon gerade was gehört. Ich lasse es noch in der Mitte stehen. Ich nehme es mal rüber, damit ihr meine Emotionen mitkriegen könnt. Seht ihr das? Das ist die FM. Nimm die Gesamtenergie der Elements. Kriegt das Energiefeld natürlich. Sehr vielfältig. Einzelne FM kriege ich jetzt nicht. Ich gehe mit ihr mal in die Richtung. Das heißt, ich nehme vielleicht mal ein bisschen hin. Ach so, sie war ja auch in der Mitte quasi, also in Neutralstellung. Ich habe sie trotzdem ein bisschen beeinflussen können. Gut, ich nehme sie langsam. Langsam Richtung gegen Uhrzeigersinn. 11 Uhr. Auf 22 Uhr.
als so. Ja, ich kann die Impulse auflösen. Oh ja. Das dürfte jetzt im Bewegen interessant sein. Ich mach's gleich. Ich will jetzt erst alle. Ich tue die FM jetzt mal in Sitzen durchgehen. Gehen wir mal weiter zurück. 20 Uhr. Okay, dann weiß ich, was sie in Bewegung tut. Ganz wild. Weil das EEG, um es mal irdisch zu erklären, das EEG ist ja, das wisst ihr alle, die Gesamtzahl der gesamten Hirnströme, die zickzack hoch und runter gehen. Wenn du in Ruhe bist, sind die natürlich ruhig, aber machen nur ein paar Spitzen. Diese Spitzen gehen in die FM und ticken die an natürlich, ja? Rein irdisch gesprochen jetzt erstmal, ja? Und wenn du in Bewegung bist oder irgendwas Hektisches tust, dann werden sie natürlich stärker. Dann ticken sie näher an. Also rein irdisch gesprochen. Trotzdem natürlich kriege ich die Energien davon und das ist unglaublich. Hier nochmal. Hier jetzt ganz rüber. 19 Uhr. Mach's mal nur mit den Gedanken. Augen zittern. Mit den Augen bewege. Das müsst ihr euch einmal angucken. Ich habe jetzt leider die zweite Kamera nicht da. Das ist das EEG davon. Und ich mache jetzt einfach nur Bewegungen dazu. Das nächste Mal nehme ich wieder zwei Kameras. Aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt auch gerade Bewegung an der Gesichtsmuskulatur, also Mimikveränderung in allen Richtungen, löst natürlich stärkere EEG-Impulse aus und tippt die mehr an, weil ich es jetzt auch voll aufgedreht habe. Ich gehe mit ihr jetzt in die andere Richtung. So, jetzt sind wir ungefähr auf 1 Uhr.
habe die Harmonie noch ein bisschen verändert. Die Grundeinstellung. Den Rest mache ich ja hier. Gehen wir auf 14 Uhr. Auf 2 Uhr. Wellen sind noch nicht so stark. In dem Moment, wo ich rede, schon. Den Puls immer. Ruhige Wände wieder. Ruhig, was? Ja, komm. Ausschlag. Geh mal auf. 4 Uhr. Keine Spitze. Geh mal voll. Ist mir klar. Jetzt hier den Output ein bisschen machen. Vollausschlag auf der Skala hier. Nur leichte Ausschläge. Okay. Gehen wir in die Mitte wieder. Jetzt machen wir das gleiche nochmal in Bewegung. Und danach machen wir Pause. So. Schauen wir mal, was geht. Ja, reicht auch bald. So.
wir gehen in die Richtung. FM auf 9. Nicht speichern.
Boah, ist die stark. Man bedenke, die FM ist jetzt gerade voll nach links gedreht, also voll aufgedreht. Die müsste verrückt spielen wie sonst noch was. Aber jetzt gerade, wo ich die Energie gespeichert habe und in die Ruhe kam, ist auch die FM ganz ruhig geworden. Okay, dazu. Machen wir das Ganze noch in der anderen Richtung. Und dann machen wir Schluss. Für heute, jetzt, für den Teil. Wieder in die Mittelstellung. 13 Uhr. Also 1 Uhr. Energiefeld jetzt. Oh, rechts ist es noch sehr stark. Kribbeln. Links schwingt es hin und her. Sie sagen, das sind wir. Die geistige Welt beeinflusst jetzt direkt Handbewegungen und damit auch die Töne. Sie haben damit die Möglichkeit, tatsächlich den Synthesizer und damit die Töne zu steuern und zu beeinflussen. Ich bin jetzt momentan nur Übermittler. Alles machen Sie jetzt. Ich kenne das von anderen Gegebenheiten. Ja, ich lasse mich auch nicht ein. Thank you.
Jahre. Etwas über 4.
nichts sagen. Das ist unglaublich. Ganz toll. Ich fange jetzt gerade erst mal an. Mit diesen Möglichkeiten allein. Unbegrenzte Möglichkeiten. Dank der geistigen Welt noch größer. Lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Erstmal Namaste und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind euch wieder. Ganz viel Ruhe und Entspannung. Er hält jetzt, ich hab's ausgemacht jetzt. Wie geht's denn? Er hält aber den letzten Ton und ich aktiviere ihn ja über das Gate. Oder auch aus. Stehen schwieriger ist, ganz abzuschalten. Okay, in dem Sinne. Nochmal Namaste und danke.